Heute probiere ich 4 Movie Lions von Stone Brewing Company. Herzlich willkommen zum Kölsch Bierkanal. Heute gibt es wieder was von Stone Brewing Company und zwar 4 Movie Lions. Ein Hazy Double IPA mit 8,5% Alkohol. Ja, Hopfen hier drin sind Laurel, Mosaik und ja, 4 Movie Lions. Was soll das denn? Tja, kennt ihr What Three Words? What Three Words ist ein Programm. Ich kenne es als aus dem Geocaching. Ich mache schon mal Geocaching und habe es früher häufiger gemacht. Heute komme ich nicht so sehr dazu, aber dabei geht es darum, dass die gesamte Welt von What Three Words in 3x3 Meter Quadrate eingeteilt worden ist und die bekommen Wörter zugewiesen. Und zwar immer genau 3 Wörter. Und diese 3 Wörter sind einzigartig. Diese 3 zusammen bezeichnen genau ein Quadrat. Und ein Quadrat in der Stone Brewing Company Brauerei hat die 3 Wörter 4 Movie Lions. So kommt das Ganze. Also man 4, ups, nicht Gier, das wird was anderes rauswerfen. 4 Movie Lions eingibt. Kommt nach Montrose, Virginia. So sieht es dann aus. Wenn man draufklickt, ups, kommt man auf eine Karte und man da rauszoomt. Ist man tatsächlich in der Stone Brewing Company, mittendrin. In der Brauerei. Da kommt der Name her, 4 Movie Lions. Irgendwie mussten wir ja einen Namen haben. Ich finde die Idee witzig. Um das Ganze lesen zu können, musste ich mir ein bisschen dieses Etikett hier abpiddeln, was genau draufgeklebt ist. Ja, ein Double Hazy IPA. Ne, Hazy Double IPA, so rum. Die Gargüle ist ja immer drauf bei Stone Brewing. Manchmal ist sie auch, oder meistens ist sie auch im Ring zum Öffnen. Hier ist sie nicht drauf. Das Bier hat mich angelacht im normalen Getränkehandel meines Vertrauens. Und deswegen kommt es ins Glas. Hazy Double IPA. Das kann nur gut werden, würde ich fast sagen. Ja, Hazy. Wenn man das Bier von vorher vergisst. Ja, es ist Hazy. Eine hellgoldene Farbe, feiner weißer Schaum. Riech mal. Ja, eine ordentliche Hopfenfracht. Da ist sehr viel Hopfen drin. Erst mir so ein bisschen so Nadelgehölze auf, so ein bisschen wie so ein Nadelwald. Vielleicht ein bisschen tropische Früchte. Da tue ich immer schwer mit. Also es ist ein bisschen der Nadelwald und Fruchtigkeit zu spüren. Das Ganze mit ordentlich Wumms. Ich bin gespannt, auch aufs Mundgefühl. Prost. Ja, diese Nadelwaldkomponente habe ich auch hier und ein bisschen ja fast schon Nussigkeit, aber auch wieder die tropischen Früchte im Mund. Das Mundgefühl ist schon leicht sämig. Probier nochmal. Da kommt am Ende so eine Süße, total schön. Also es fängt an mit so einer Bittere durch den Hopfen und endet in so einer schönen Süße und vorher noch ein bisschen was Bitteres aufblitzt, um das so zu beschreiben. Ich übe hier noch mit den Beschreibungen. Ah, sehr lecker. Ja, wie ihr gesehen habt, hat man noch das Bier probiert eben. Ja, das sind die beiden Biere, die ich heute Abend dann noch in Ruhe austrinke.
Alles gleich. Wenn ich noch ein bisschen Videos schneide. Ja, sehr, sehr schön. Ja, Stone Brewing hatte ich schon so ein paar Biere von. Nicht alle auf dem Kanal, glaube ich. Ein paar, die auch schon mal so. Die machen sehr schöne Sachen, sehr interessante Sachen. Auf jeden Fall kann man immer wieder mal zugreifen, wenn man sowas sieht im Geschäft, finde ich. Also bisher habe ich da, glaube ich, noch keinen so richtig von enttäuscht. Ja, gut. Kennt ihr 4 Movie Lions? Kennt ihr What 3 Worlds? Benutzt ihr What 3 Worlds? Ich habe es bisher nur fürs Geocaching benutzt. Da gab es dann mal irgendwie so einen Cache, wo da eben 3 komische Wörter, die so zusammengewürfelt scheinen, rausgeworfen wurden und als Koordinate für diese Dose zu finden. Und darüber kam man auf What 3 Worlds. Deswegen habe ich das Programm überhaupt auf dem Handy. Sonst habe ich das so noch nie benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwann nachgeguckt, was bei meiner Adresse für 3 Wörter sind. Die werde ich natürlich jetzt hier nicht sagen. Aber das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, fahr einfach zu, keine Ahnung, 3 Wörtern. Ja, lasst mir gerne ein Abo da, einen Kommentar und bis bald. Prost!